Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und wir sprechen heute über Öl. Was ist los im Öl? Vor allen Dingen, was ist los in der Ölvolatilität und wohin kann das Ganze noch führen? Jetzt hier in Also ihr habt es vielleicht in den letzten Tagen bemerkt und vielleicht wart ihr ja sogar auch davon betroffen, entweder im positiven wie auch im negativen Sinne. Öl bricht momentan wirklich dramatisch zusammen. Öl war ja bis auf über 75 Dollar angestiegen und ist jetzt innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit auf roundabout 50 Dollar runtergefallen. Also das ist schon mal eine Ansage, ein Drittel des Preises in ungefähr 4 Wochen nach unten weg. Und das hat sicherlich sehr, sehr viele Marktteilnehmer überrascht, uns zugegebenermaßen auch, vor allen Dingen von der Geschwindigkeit, ne? Dass Öl auch mal wieder zurückkommen kann, das ist das eine. Dass es aber natürlich so krass zurückfällt, das ist schon etwas Besonderes. Und vor allen Dingen, ich glaube, die wenigsten hätten damit zu dem jetzigen Zeitpunkt gerechnet, weil wir ja die neuen Iran-Sanktionen mittlerweile haben. Das heißt, der Iran darf kein neues Öl mehr liefern. Und die Saudis haben gesagt, okay, wir gleichen das Ganze zwar aus, aber man hätte ja doch, das sieht man wieder, was fundamentale Berichte wert sind. Viele haben ja dann doch gesagt, okay, wenn jetzt die Saudis kommen, dann wird der Ölpreis eher wieder steigen, wie auch immer. Ne? Es macht jetzt auch überhaupt keinen Sinn, darüber nachzudenken, warum der Ölpreis jetzt fällt, weil der Grund, den es jetzt gibt, warum jetzt gerade Öl fällt, das muss noch lange nicht derselbe Grund sein, wenn Öl in 2 Jahren, 3 Jahren, 5 Jahren, 10 Jahren, 15 Jahren wieder mal so stark fallen wird. Ne? Also das sind immer Dinge, die passieren halt. Dann holst du dir eine Begründung in der Erwartungshaltung, naja, beim nächsten Mal, wenn das wieder passiert, passiert dasselbe dann auch. Aber meistens ist das gar nicht so. Was können wir aber beobachten? Und ich blende euch hier mal einen Chart ein. Und das ist der Chart des OVX. Der OVX, das ist die Volatilität von Öl. Wird gemessen am USO. Der USO ist der Ölindex, der United States Oil Fund, ein ETF auf Öl. Der ETF selber ist nicht sehr, sehr gut. Warum? Weil er ja diese ganzen Rollverluste produziert, wie auch jetzt gerade wieder, weil ja Öl, was lange, lange in einer Backwardation war, jetzt in eine ziemlich steile Contango-Situation sogar wieder gegangen ist. Zumindest die ersten paar Monate. Und aber dieser OVX, also diese Volatilitätsberechnung, da ist schon richtig was gegangen. Allein gestern ist diese Volatilität um 40% angestiegen. An einem einzigen Tag, klar, man sieht ja auch nicht alle Tage, dass Öl 8% fällt. So, was ist da jetzt? Und jetzt muss man, wenn man sich diesen Chart mal ein bisschen längerfristig anschaut, muss man natürlich eins feststellen. Öl war historisch betrachtet lange, lange Zeit sehr, sehr günstig, was die Volatilität anbelangt. Das heißt, wir haben relativ niedrige Volas gehabt. Und jetzt ist die Vola eben mal wieder auf dem Weg zurück. Und meistens kommt das ja daher, warum steigt Volatilität? Ne? Das ist ja immer so die Frage. Beim Aktienmarkt wissen wir, okay, wenn Aktienmärkte fallen, dann steigt die Volatilität. Diesmal ist es beim Öl auch so, die Volatilität steigt, weil der Markt fällt. Aber, kurzer Exkurs, ein anderer Markt, wo die Volatilität auch gerade massiv ansteigt, das ist Erdgas. Bloß bei Erdgas ist es so, da steigt es gerade brutal nach oben. Also Erdgas eben gestern oder die letzten Tage auch knapp 30% gestiegen. So, das heißt also, warum steigt diese Ölvolatilität an? Aus Absicherungsgründen. Viele Marktteilnehmer werden auf dem falschen Fuß erwischt. Ne? Und sind also entweder long in den Futures oder haben Ölbestände, die nicht gehedged sind und merken jetzt plötzlich, oh, der Preis fällt, müssen sich irgendwie absichern. Und da gibt es natürlich verschiedene Wege, wie man das macht. Man kann das über Futures machen, aber man kann das natürlich auch über Optionen machen. Und das bedeutet eben, dass momentan, sonst würde diese implizite Volatilität nicht so ansteigen, dass eben momentan sehr viele Öloptionen nachgefragt werden. Puts werden gefragt, Versicherungen werden nachgefragt. So, und was machen die Market Maker? Völlig normal. Du hast einen theoretisch fairen Preis für eine Öloption. Die kannst du mit einer Formel berechnen, aber wenn eben eine riesige Nachfrage in den Markt reinkommt und alle wollen sich plötzlich absichern, was macht dann der Markt? Jawohl, der Preis, die einfach höher oder sagt, hey, wenn du es unbedingt haben willst, dann musst du mir diesen Mehrpreis bezahlen. Und das ist natürlich erst einmal für alle, die zum Beispiel Short Puts hatten, eine teure Sache, weil sie werden aus diesen Short Puts wirklich brutal rausgesqueezed. Auch wir mussten Positionen schließen.
Aber, und das ist jetzt ganz wichtig, dass man das jetzt versteht, das ist natürlich auch kein Weltuntergang. Warum ist das kein Weltuntergang? Egal, ob es jetzt beim Öl ist, ob es jetzt beim S&P 500 ist, ob es irgendwo anders ist, das Ding ist einfach, dass Öl oder beziehungsweise jede Volatilität verhält sich nach dem gleichen Prinzip, nämlich nach dieser sogenannten Reversion to the Mean, Rückkehr zum Mittelwert. Übersetzen wir es jetzt mal. So, und das bedeutet eben, Volatilität, die zu lange unter ihrem Mittelwert war, strebt von unten nach oben in den Mittelwert zurück. Jetzt haben wir wahrscheinlich beim Öl in den letzten Tagen diesen Mittelwert schon übertroffen. Es ist wahrscheinlich schon nach oben gegangen. Auf der anderen Seite gilt natürlich Reversion to the Mean auch auf der anderen Seite, nämlich dass wenn es ganz oben ist, also wenn es nach oben überschießt, dann wird auch die Ölvolatilität wieder runterkommen. Und das eröffnet natürlich dann für Verkäufer von Öloptionen gute Chancen. Vorsicht, jetzt nicht an dieser Stelle bitte losrennen und sagen, hey, jetzt donner ich mir mal Ölputz ins Depot. Normalerweise kann man das immer machen, wenn die Vola hoch ist, verkauft man Ölputz, oder überhaupt Optionen und dann funktioniert das. Es gibt aber manchmal so Situationen wie gerade jetzt hier am Markt, wo eben der Markt so stark ist und so weiter rennt, dass man davon ausgehen muss, dass die Volatilität auch noch weiter ansteigt und dass vor allem der Preis auch noch ein bisschen weiter fällt. Und jetzt ist eine Sache, die ist mir auch in den letzten Tagen jetzt wieder aufgefallen, an Rückmeldungen zum Beispiel. Das eigentliche Problem, was jetzt viele Optionsverkäufer haben, ist nicht das monetäre Problem. Ne? Also machen wir uns ein Beispiel. Du hast eine Option verkauft für $300 und jetzt ist die $1000 bei $1000. Das heißt, du machst $700 minus. So, die $700, das bringt niemanden um. Ne? Das ist ein ärgerlicher Verlust, aber das bringt niemanden um. Das eigentliche Problem ist hier oben. Es ist ein mentales Problem. Weil viele haben jetzt zum Beispiel langlaufende Put-Optionen verkauft, die nach wie vor ein geringes Delta haben, die nach wie vor so weit weg sind, dass du eigentlich mit gesundem Menschenverstand sagen könntest, okay, wenn ich die laufen lasse, klassisch Sell and Hold, ne, wirst du am Ende Geld verdienen. Aber wenn jeden Tag diese Option gegen dich läuft, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, dann macht das hier oben einfach was, ne? Du verstehst die Welt nicht mehr. Und deswegen gehen dann viele Leute raus. Und jetzt kommt aber der Punkt, dann sagen sie, ah, dieser blöde Ölmarkt, den handle ich überhaupt nicht mehr. Und das Rausgehen ist völlig okay. Es ist absolut korrekt zu sagen, ich stehe auf der falschen Seite und jetzt ziehe ich die Bremse und gehe raus. Ich nehme diese Position jetzt weg, bevor sie mir noch mehr wehtut. Aber es wäre natürlich auch vollkommen falsch, dann den Blick abzuwenden. Ne? Also wäre vollkommen falsch zu sagen, jetzt schaue ich nicht mehr am Öl. Ganz im Gegenteil. Wenn wir momentan durch unsere IVR-Listen gehen, also die Volatilitäten scannen, dann sehen wir ganz, ganz viele Future-Märkte haben wahnsinnig hohe Volatilitäten. Und ja, das kann dazu geführt haben, dass wenn du ein reines Future-Optionsportfolio führst und auf der einen oder anderen Seite falsch lagst, das kann passieren. Das ist auch nicht schlimm. Ne? Aber das ist natürlich auch eine super Chance für die nächsten Tage, Wochen, Monate. Weil Volatilität, die zu hoch ist, wird auch wieder nach dem Reversion to the Mean Prinzip wieder nach unten kehren. Und deswegen musst du dir eben solche Märkte dann auf die Lauer legen. Das heißt, du musst eben dann sagen, okay, ich habe jetzt beispielsweise in meiner Beobachtungsliste Öl. Öl hat mich jetzt in Puts Geld gekostet. Also gucke ich jetzt, wann gibt es wieder eine gute Gelegenheit, im Öl was zu machen. Egal, ob es jetzt auf der Call oder auf der Put-Seite ist, es geht bloß darum, jetzt einen risikoarmen Einstieg irgendwo zu finden. Ich habe auf meiner Watchlist von mir aus Erdgas. Ich habe auf meiner Watchlist beispielsweise einige Währungen, die auch gerade eine hohe Volatilität haben. Ne? Das heißt, das sind ja die spannenden Märkte. Und viele Optionsverkäufer werden aus dem Markt genommen, nicht durch ihre Verluste, überhaupt nicht durch ihre Verluste, sondern weil sie an der Stelle das Ganze aufgeben. Jetzt ist es nun aber mal so beim Optionsverkauf, dass du eine andere Entwicklung hast als beispielsweise im Daytrading. Also ein Daytrader, der mal schief liegt, der hat vielleicht so eine Entwicklung, es geht nach oben und dann hat er so ein langsames Abbröckeln, weil er jeden Tag ein bisschen was verliert. Ein Optionshändler dagegen, der hat vielleicht so eine Phase, die kann auch durchaus eine lange Phase sein, wo Gewinn, 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 Gewinn macht, viele, viele Jahre und dann gibt es einen schnellen, harten Schlag.
Und dieser Schlag dauert dann vielleicht mal ein paar Monate oder auch ein Jahr oder so. Ne? Das ist halt einfach so. Das geht aber dann sehr, sehr schnell. Warum? Weil nun mal, wenn die Vola so explodiert und du bist auf der falschen Seite, und da wird es der eine oder andere sagen, ja, dann darfst du halt nicht auf der falschen Seite sein. Haha. Wenn du es aber dennoch bist, dann ist es eben so, dass die Optionen sehr schnell im Preis ansteigen und du dann eben harte Einschläge im Depot hast. Das ist nun mal so. Jetzt geben aber viele Leute auf. Viele Leute sagen jetzt, ah, das mit dem Optionsverkaufen ist ja doch nichts. Das heißt, die geben eigentlich dann auf, wenn es immer besser wird. Und das ist übrigens überall so. Das ist auch beim Aktienhandel so. Ne? Die Langfristinvestoren. Stellt euch mal vor, ich spreche am Wochenende nochmal drüber über das Thema. Wir bekommen jetzt vielleicht doch, wir wissen es ja nicht, einen länger andauernden Markt, der nach unten geht. Also vielleicht gar nicht diesen harten Crash, sondern wir bröseln immer mehr weiter nach unten ab, ne? Wenn das der Brösel hört. Also wir gehen langsam vielleicht die nächsten paar Monate nach unten. Und dann sind alle diejenigen, die jetzt die letzten Jahre ihre ETF-Sparpläne gemacht haben und so, die kriegen dann alle Angst. Warum? Nachrichten werden schlecht. Ne? Alles wird schlecht. Also das wird alles katastrophal im Umfeld werden, dann werden sie aufgeben und werden im schlechtesten Moment rausgehen, obwohl eigentlich doch das Umfeld dann das Beste wäre, um langfristig wieder zu kaufen. So, das ist im Immobilienmarkt so. Jeder rennt momentan in Immobilien wie ein Verrückter, weil es kann ja nie wieder zurückgehen. Na klar wird es irgendwann mal wieder zurückgehen. Was werden die Leute dann machen? Weil sie auf Handkante ihre Finanzierung gemacht haben, werden sie rausgespült und die, die geduldig sind und auch wissen, dass es auch mal runtergehen kann, greifen dann zu. Und genauso ist es beim Optionshandel. Na klar kannst du jetzt Rückschläge haben, aber das ist ja eigentlich die Chance auch zu sagen, okay, ich mache jetzt weiter, weil ich weiß, das sind jetzt die guten Zeiten. Ne? Jetzt beginnen die guten Zeiten und die guten Zeiten beginnen immer im allerschlechtesten Moment. Gute Zeiten beginnen nie an einem Hochpunkt. Gute Zeiten beginnen immer, am Hochpunkt hast du eine gute Zeit. Aber für die Zukunft beginnen die guten Zeiten immer am schlechtesten Punkt. Wenn die Performance schlecht aussieht, wenn du das Vertrauen fast in die Strategie verlierst, dann beginnen die guten Zeiten. Und deswegen auch beim Öl. Vergesst diesen Markt nicht. Tut diesen Markt jetzt nicht aus eurem Umfeld. Also sagt, ich handle nie wieder Öl, ich mache jetzt nur noch was anderes. Nein, Öl ist super. Ich habe beispielsweise, wir haben extra in unseren Unterlagen nachgeschaut, in den letzten 11 Jahren, in 10 Jahren mit Öl Geld verdient, in diesem Jahr mit Öl Geld verloren. Also dieses Jahr, wir waren entweder oben falsch oder wir waren unten falsch. Ne? Öl ist für uns eine Katastrophe in diesem Jahr. Nichtsdestotrotz ist es ein super toller Markt, den ich weiterhin handeln werde und wo ich mich auch freue, weil dann kommen eben wieder 10 gute Jahre, wo ich Geld verdienen werde. Und deswegen achtet mir momentan bitte auf die Ölvolatilität. Schaut euch den Chart des UVX immer weiter an. Und wenn ihr merkt, ah, die Vola lässt so langsam nach, da kann es durchaus sein, der Preis fällt noch. Guckt auf den Preis, was da passiert. Und dann bei so einer hohen Volatilität, langlaufende Optionen, vielleicht Strangles, vielleicht Iron Condors. Guckt mal, was ihr da machen könnt. Ne? Aber da wird es schöne Gelegenheiten geben in den nächsten Wochen, wo wir da Geld wieder verdienen können. Und lasst euch da auch nicht verrückt machen, ne? Weil ihr müsst euch immer eins fragen, was ist die Alternative? Also wenn ihr jetzt 2 Jahre lang in den Optionshandel investiert habt und das erste Jahr lief gut, das zweite Jahr lief schlecht, wollt ihr jetzt wieder woanders anfangen, wieder 2 Jahre zu investieren, bis ihr das nächste habt, bleibt dran. Aber dazu gibt es auch nochmal mehr am Wochenende, nämlich da erzähle ich euch mal ein bisschen was über persönliches Scheitern, wieder aufstehen und so weiter und so fort, ne? Also am Samstag hier auf diesem Kanal. Okay. Dann, wir hören und sehen uns am Wochenende. Bis dahin, euch alles Gute, eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.